Hey Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Tuning und Tests ist hier am Start vom neuen Vapid Dominator ASP. Natürlich ist er auch in meiner Top 5 der schönsten Muscle Cars in GTA Online überhaupt. Ich würde ihn sogar auf Platz 1 setzen in meiner Top 5 der schönsten Muscle Cars. Dazu später mal. Hier beim Tuning und Test natürlich auch wieder mit dabei. Real Life Anspielung, Tuning sowieso, ja, Fun Facts, Runde im Block, Soundcheck, Fazit, Driftcheck, alles das kommt später. Jetzt erstmal Real-Life-Anspielung. Welche echten Autos stecken hier im Vapid Dominator ASP drin? Von welchen echten Autos hatten sich Rockstar Games inspirieren lassen? Erstmal Vapid, der Hersteller natürlich im Spiel, ist eine Anspielung an den echten Autohersteller Ford. Vapid, wenn wir es mal vergleichen, oder Vapid Motor Company, ganz klare Anspielung an Ford Motor Company und auch das Logo. Also das von Vapid natürlich auch angelehnt an das ovale Ford-Logo. Auch von der Schriftart her sehr ähnlich. Wenn wir den Namen Vapid mal in den Translator eingeben, kommt sowas raus wie nichtssagend, 0815 oder komplett gewöhnlich. Von Rockstar Games auch wieder eine kleine Verarsche an Ford, weil Ford auch dafür bekannt ist, größtenteils dafür bekannt ist, eher so gewöhnliche Autos, unspektakuläre Autos für die breite Masse rauszubringen, die bezahlbar sind. Sowas wie Volkswagen, würde ich sagen. Die Gesamtform vom Dominator ASP, da hat sich Rockstar Games auf jeden Fall ganz klar vom Ford Mustang SVT Cobra R inspirieren lassen, aus dem Jahr 2000. Motorhaube sieht aber ein bisschen anders aus. Da haben wir so eine Zwei-Treppen-Abstufung drin. Die hat man auch gesehen beim Mustang SVT Cobra R aus dem Jahre 1995. Beim 2000er Cobra R sah die anders aus. In der Front steckt auch noch ein bisschen was anderes drin bei den Frontscheinwerfern, also die Anordnung der Frontscheinwerfer, unterer Kühlergrill, übernommen vom Honda Integra Typ R aus dem Jahre 1995. Also gut, die Lampen, eine Mischung aus SVT Cobra R 2000 und Honda Integra Typ R 95, äußere Form Cobra R und die Lampen innen Integra Typ R. Im Heck vom Dominator ASP steckt auch wieder größtenteils der Mustang SVT Cobra R drin aus dem Jahr 2000, bis auf die Heckscheinwerfer, die Heckleuchten. Da steckt Mustang SVT Cobra R von 1995 drin. 2000er Version waren die vertikal, die Leuchten, hallo Vogelsohn, und bei der 95er Version waren die Leuchten horizontal. Und wir können im LS Customs auch noch ein paar interessante Sachen machen, die komplett in die 95er Richtung gehen. Cobra R 1995, werdet ihr gleich sehen. Auspuff irgendwas anderes, weil bei der originalen Cobra R 2000er hast du links und rechts Doppelauspuffe gehabt. Hier hast du einen Auspuff hinten. Hängt damit zusammen, weil original Mustang Cobra R 2000er hatte hinten unter der Heckstoßstange noch einen fetten Racing-Sicherheitszusatztank. Da mussten die Auspuffe links und rechts verlegen. Ja, das ist halt das Ding. Im Real Life hatte der hinten einen Einlass und Rockstar Games hat hier vorne einen Auslass gemacht. Ja, ein bisschen wegen Designgründen wahrscheinlich, Copyright-Gründen. Dann hier noch diese fünf Speichenfelgen, auch so wie im Real Life bei der Cobra R aus dem Jahr 2000. Innenraum hat Rockstar Games mal wieder kopiert, nämlich vom Sultan Classic hatten wir hier genauso diesen Innenraum. Aber witzigerweise passt der Innenraum trotzdem zum SVT Cobra R 2000er Mustang. Ja, der sieht da sehr ähnlich aus. So, bitte einsteigen, der hat Bock drauf mitzumachen. Ich habe natürlich wieder mal einen Plan, was ich hier mache, was ich hier zusammen bastle. Ich werde so ein bisschen in die Richtung Racing gehen, aber auch nicht zu krass. Beim Komet bin ich ja eher mehr so in die Richtung dezent gegangen, clean gegangen. Aber hier werde ich mehr in die Richtung Racing gehen. Nachher gibt es übrigens auch nochmal ein paar Tuning-Beispiele von zwei Kollegen von mir, dass ihr so ein bisschen noch, ja, ein bisschen noch extra Inspiration habt. Erstmal beste Panzerung, ganzen Standardkram, Rennbremsen auf jeden Fall. Stoßstangen, Frontstoßstangen, ich gehe mal kurz alle durch, schalte mal hier ein bisschen durch. Wir haben hier diese Honda Integra Typ R Stoßstange, die versuche ich ein bisschen wegzubekommen, dass ich so ein bisschen mehr in die Richtung vom Cobra R aus dem Jahr 2000 gehe. Sowas hier in der Richtung, das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Ich switch nochmal durch für alle, die es noch nicht gesehen haben. So, wir haben insgesamt 14 originelle neue Stoßstangen hier am Start. Das ist die Standardstoßstange, die zähle ich nicht mit. Und ich nehme hier diese hier, Rennbogen, Primärfarbe. Dann zur Heckstoßstange. Gehen wir kurz alle durch. Immer in der Sekundärfarbe. Hier das Dominator weggecleant, glatt, Aero. Dann haben wir noch unten diese zwei Ausschnitte für Auspuffe. Dann schwarz, Primärfarbe, Straße, Primär und Sekundär und mit einem kleinen, was ist das, kleiner Carbonstreifen oder Plastikstreifen, ich weiß gerade nicht. Geht die Primärfarbe nochmal mit einem extra Heckdiffuser, finde ich sehr fresh, by the way. Auch nochmal hier mit diesen Art Gittern, Luftauslässen, whatever. Macht dieses bullige Auto nochmal ein bisschen bulliger. Es ist kantig und bullig, klobig, klotzig so. Von daher passt hier sowas Eckiges, Bulliges ziemlich gut, finde ich.
Und deswegen werde ich mich hier für GT Mark II in der Prima-Farbe entscheiden, weil ja, mir gefällt der Heckdiffuser. Das macht das Auto nochmal ein bisschen fetter so. Das erweitert schon mal die Richtung, diese Optik, die es eigentlich sowieso schon hat. Okay, Motorblock haben wir, einen V8, einen primär geriffelten V8, V8 Motor sekundär und einen geriffelten V8 sekundär. Und weil es mir so gut gefällt, dieses geriffelte Muster, werde ich das nehmen, aber hier diesmal in der Sekundärfarbe, weil Motorblock, finde ich, sollte sich noch ein bisschen abheben, werdet ihr nachher sehen. Wir haben verschiedene Schienenabdeckungen am Start. Der Nachteil, man sieht das geriffelte Muster nicht mehr. Ja, also diese Abdeckung, die nochmal die Zylinderbänke extra verkleinen. Chromgitter, Gitter primär, sekundär Glattchrom primär, bisschen fetter noch. Das gefällt mir ziemlich gut, in Chrom auf jeden Fall. Das werde ich mir schon mal merken, oder ich nehme es gleich schon mal. Da haben wir noch kleine Schlitze so drin, da können wir noch ein bisschen die Schrift sehen, gefällt mir ganz gut. Angenietet primär, dann haben wir noch angenietet sekundär, geriffelt. Nochmal geriffelt, geriffelt auf geriffelt sozusagen. Ist ein bisschen komisch. Sekundär. Ey, wir haben so viele Tuning-Parts. Das Ding ist übrigens auch ein richtiges Tuning-Monster. Ja? Nur mal so Plastik, sieht komisch aus, gebürstet. Das gefällt mir alles gar nicht. Sekundär, Rennen. Sekundär, weiß ich nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu viel, ein bisschen zu bulky. Irgendwie nicht so schön. Ich werde auf jeden Fall GT, primär sekundär. Ich werde auf jeden Fall hier bei der Nummer 11 bleiben. Angenietet und chrom. Und nochmal Motor-Tuning-Parts. Wir haben Beschläge. Einmal senkrechte Ansaugtrichter und gebogene Ansaugtrichter. Da wird die Luft natürlich angesaugt über das Arbeiten der Zylinder. Die Zylinder erzeugen einen Unterdruck und da wird die Luft da oben angesaugt. Ohne Kompressor und ohne Turbolader natürlich. Chrom-Luftfilter, Doppelluftfilter, die aussehen wie irgendwelche Hanutas in Metall oder so, ja. Oberer Plastik, Ansaugkrümmer, dann 54 Cubic Inch Ansaugkrümmer. Erkläre ich nachher auch nochmal, was das 54 CUI überhaupt bedeuten soll. 54 CUI Ansaugkrümmer, 54 Ansaugkrümmer sekundär, gebürstet V8 Vorkern, Plastik V8 Ansaugkrümmer, gebürstet V8 Ansaugsystem. Wahnsinn, so viele Motortuning-Teile. Hier vorne nochmal einen Luftfilter, da vorne in Rot, was ihr da sehen könnt. Dieses kleine Teil, was so aussieht wie so ein Staubsaugerfilter, ist ein Luftfilter. Dann nochmal sekundär V8 Chromkompressor, das sieht sehr episch aus, hatten wir auch schon im Trailer, glaube ich, gesehen oder auf den Screenshots. Jedenfalls ist das ein sehr originelles Tuning-Part. Ja, da haben wir einen Roots-Kompressor, der wird über den Motor angetrieben und ballert da übelst Luft rein, dass du eben ja mehr Luft, mehr Leistung denn hast zum Verbrennen. Also mehr Luft zum Verbrennen, mehr Leistung für den Motor. So, wir haben Kompressor primär, Kompressor sekundär. Ich denke, ich werde den auch in der Sekundärfarbe nehmen. Domstrebe, diese Standardstreben. Ich denke, ich werde hier irgendwas nehmen, was zu diesem geriffelten Muster vom Kompressor oben passt. Ich denke hier, das hier, extreme Stangendomstrebe. By the way, ich feiere das übelst, wie Rockstar Games hier den Kompressor animiert hat. Wir haben hier das Zahnriemengetriebe vom Motor, was hochgeht zur Stange neben dem Kompressor, geht hinter auf das Zahnriemengetriebe vom Kompressor. Jo, somit wird der Kompressor vom Motor angetrieben, ballert komprimierte Luft in den Motorraum für mehr Leistung. Ja, schon geil gemacht. So, Motorabstimmung, EMS4, beste auf jeden Fall, der ganze Standardkram. Ladeluftkühler finde ich hier ein bisschen sinnlos. Wir haben einmal einen normalen Ladeluftkühler, dann mit Doppelventilatoren, kennen wir schon, oder Wassersprüher. Das Problem ist hier am Ladeluftkühler, wir sehen den halt nicht richtig. Wir können nämlich unten da bei der Stoßstange den unteren Kühlergrill nicht abmachen, leider. Aber ich nehme hier trotzdem Luftkühler mit Wassersprüher. Das nur zum Thema Motortuning. Der ASP hat verdammt viele Tuning-Parts am Start. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. Auspuffe. Wir haben serienmäßige. Das Ding ist, ich kann die Kamera nicht schwenken. Übelst nervig. Mit den neuen Autos. Ich weiß nicht, ob es nur mit den neuen Autos so ist. Gehst du ins LSK mit rein, kannst die Kamera nicht schwenken. Gehst du hier rein, kannst die Kamera nicht richtig schwenken. Was ist das? Runde Doppelbox-Auspuffe. Doppelbox-Auspuffe, doppelte Endrohre, Doppelchrom. Doppelchrom-Box-Auspuffe, die sehen ein bisschen aus wie so Staubsaugerrohre, ein bisschen komisch irgendwie. Ich denke, ich gehe so Richtung Original. Doppelauspuff mit Seitenauslass links und das müsste rechts sein. Ich kann die Kamera nicht schwenken, what the fuck, Alter. Naja, ich entscheide mich auf jeden Fall, Doppelauspuff mit Seitenauslass, das müsste links sein. Leider nicht links und rechts gleichzeitig, das wäre wahrscheinlich zu original für Rockstar Games. So, wir gehen weiter zu Kotflügel. Kotflügel, serienmäßig Kotflügel vorne. Was macht die Kamera hier? Sekundärfarbe, dann serienmäßig Kotflügel. Radlauf, warum habe ich die serienmäßige dran? Habe ich gerade ausgewählt, egal. Radlauf, Primärfarbe, Radlauf, Sekundär. Carbon, Radlauf, also hier, ja, Kotflügelverbreiterung ein bisschen. Angenietet finde ich sehr fresh wegen den Nieten.
Die weißen Nieten sind sehr nice. In der Sekundär angeht Radlauf, Carbon. Ich glaube, ich nehme die auf jeden Fall, ja, ich nehme die in der Primärfarbe. Motorhaube, Motorhaubenverschlüsse. Hier ist es diesmal so, ich habe schon mal ausgetestet, wenn ihr Motorhaubenverschlüsse tunt, dann geht die Motorhaube trotzdem auf. Bei manchen Autos ist es halt nicht so, ist übrigens komisch. Ich werde die aber nicht tunen, ich gehe gleich mal zu Motorhaube. Wir haben serienmäßig Sekundärcarbon, serienmäßig Sticker. Nein, wir machen hier Sticker bei dem Auto. Na gut, ich meine, könnt ihr machen. Könnt natürlich immer gerne eure Tuning Beispiele in die Comments hauen, was ihr so gemacht hättet oder habt. Carbon GT, Sticker GT, ich mag diesen Ansaugschacht da oben. Interessant, erinnert mich ein bisschen an Subaru Impreza, Prezza, wie auch immer. Hutze Primärfarbe, Hutze Sekundärfarbe, mag ich nicht so, ist mir zu klein irgendwie. Plastikhutze, Primär und Sekundär, Einlass Primärfarbe, ja, ist auch passend. Ich glaube, ich werde einen anderen nehmen, den wir da schon gesehen haben gerade. Sticker Einlass, Rennen Primär, Rennen Sekundär. Also meine Favorites wären hier die hier und die weiter oben. Carbon Rennen, Sticker Doppel-Einlass, Hochleistungs Doppel-Einlass. Die kennen wir doch schon. Die kennen wir doch schon. Der habe ich schon mal gesehen. Ist ein Tuning-Part vom Schlagen GT. Der hat nämlich auch so eine ähnliche Tuning-Motorhaube. Hochleistung Sekundär, Carbon Hochleistung, Stick Hochleistung. Leider, das ist ein Nachteil. Da muss ich sagen, das ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Leider haben wir keine durchsichtige Motorhaube, ja, wo wir den kompletten Motorraum sehen können. Ich meine, wir haben jetzt so viel am Motorraum gemacht. Warum haben wir hier nicht eine durchsichtige Motorhaube, ja, dass wir das alles schön sehen können? Egal. Ich nehme hier die GT Primärfarbe mit dieser geilen Lufthutze. Ey, ich meine, wir haben einen dicken V8-Block drin. Der braucht auf jeden Fall viel Luft zum Atmen. Deswegen einen Lufteinlass auf der Motorhaube. Armaturenbrett. Wir haben ein Straßencockpit. Unten eine Bodenplatte rechts beim Beifahrer unten. Halb leergeräumtes Cockpit. Da fehlt hinten schon mal die komplette Verkleidung, komplette Sitzbank. Und ein Racing-Tank wurde eingebaut. So ein Renn-Sicherheitstank. Was ich aber total unlogisch finde. Ja, du hast halt da, wo der Schlauch hinten weggeht, keinen Tankstutzen. Aber okay. Ja, Rockstar-Logik. Genauso wie hier. Du hast links und rechts so Schläuche zum Betanken. Wo führen die hin? Die führen einfach ins Nichts. Ja, da ist gar nichts. Okay, alles klar. Wir haben ein bisschen Racing-Ausstattung nach vorne mit ein paar Schalterchen, Knöpfchen und Carbon. Ich würde sagen, ich gehe nicht zu sehr in Richtung Racing. Das ist ein bisschen Abfuck so. Von daher würde ich sagen, ich nehme hier das Straßencockpit. Ja, da haben wir nicht so viel zerstört hier drin. Instrumente. Zusatztacho Einzeleinbau, so rechts über den normalen Tachos. Finde ich eigentlich ganz passend. Sieht nicht so hingeklatscht aus wie beim zum Beispiel Komet. Tacho Instrumententräger nochmal auf die originalen Tachos einer draufgeklatscht. Zusatztacho Instrumente. Tacho, ah hier, unten nochmal. Interessant, okay. Ich hätte aber gern oben Tacho Zusatzinstrumente. Zusatztacho sowas hier, genau. Zusatztacho Armaturinstrumente, dann nochmal Tacho Armaturinstrumente. Hm, mir gefallen die echt ziemlich gut hier. Und das gelbe Licht da leuchtet ja, soweit ich weiß, auch. Deswegen werde ich das einfach mal nehmen hier. Die Türen. Und hier werde ich auch in Richtung Racing gehen. Wir haben Aluminiumtafel, Aluminiumverkleidung, Carbontafel, lackiert, wo wir noch ein bisschen Verstärkungsrohre sehen können. Aufgemacht, aufgeschweißt, rausgeflext. Aluminium und Renn. Renn primär, Carbon Renn. Ich denke, ich werde hier Renn Primärfarbe nehmen. Ja, Primärfarbe sieht nice aus, weil ich habe da sowas im Kopf. Ich will das Ding auf jeden Fall komplett in einer bestimmten Primärfarbe machen. Da passt es auch ganz gut zu den Türen, werden wir nachher sehen. Sitze. Mal gucken mal von außen. Ich finde die Originalsitze, naja, ein bisschen langweilig. Ich switch mal eben kurz durch. Kennt ihr ja die ganzen Standardsitze. Und ich werde mich hier entscheiden für die Sitze, die irgendwie, finde ich, zu dem Teil am besten passen, nämlich die Carbon-Rennsitze, weil die nämlich auch so eckig-kantig sind. Ja, die Karre ist sowieso so eckig-kantig, klotzig, klobig. Mischung aus Straße und Racing. Nicht zu sehr in Richtung Racing. Ich will es jetzt nicht zu auffällig machen, nicht mit so einem Haufen Knöpfchen unten dran. Deswegen, wie gesagt, Sprint Clubman. Überrollkäfig. Ja, ich will irgendwie so einen Racing-Straße-Kompromiss, wie gesagt. Deswegen lasse ich den Überrollkäfig hier komplett weg. Ist mir viel, ist mir zugebaut. Nee, zu krass, lasse ich weg. Wegen den farbigen Lichtern, da gehe ich nachher nochmal in den anderen Tuning-Shop. Da tune ich noch farbige Lichter drauf. Kann man ja leider im normalen LSC nicht machen. Aber der normale LSC ist halt mein Lieblings-Tuning-Shop zu den Designs. Da haben wir so viele coole Streifendesigns, kennen wir aus dem Real Life, gehe ich nachher nochmal bei den Fun Facts drauf ein, was das alles für Real Life Anspielungen sind. Breite weiße, breite schwarze, weiß Doppelstreifen, schwarze Doppelstreifen, weiße klassische Sportstreifen, kennen wir alle aus dem Real Life, glaube ich, also müssten den meisten bekannt sein. Schwarzer klassischer Sportstreifen, Not Tonight, Pizza Boy, eine ganz bestimmte Filmanspielung, nachher bei den Fun Facts. Blau Flammen, lila Flammen, Spielzeugautos, Hashtag Spielzeugautos, bestimmte Autos, einfache Rennlackierung,
die so Richtung regionale Racing-Lackierung geht. Auch nachher bei den Fun Facts. Ich werde hier bei Not Tonight Pizza Boy bleiben, weil ich einfach diese Filmanspielung liebe. Let's go. Wir gehen weiter zu den Lüftungsschlitzen. Lüftungsschlitze Primärfarbe, das sieht aus wie so ein komisches abgehacktes Nike-Zeichen oder so, ja. Lüftungsschlitze Sekundär und schwarze Lüftungsschlitze. Welche habt ihr genommen? Ich werde hier auf jeden Fall Lüftungsschlitze in der Primär nehmen. Ohne sieht es irgendwie nackt aus. Und hinten, ja, das ist das Coole, ja. Hinten haben wir jetzt diese Heckleuchtenabdeckung, die wir auch beim SVT Cobra R aus dem Jahr 1995 hatten. Sieht übelst authentisch aus, finde ich. Die Spiegel. Ich mag die Spiegel nicht in einer anderen Farbe, deswegen nehme ich die Spiegel gern in der Primärfarbe. Nicht sekundär, sondern primär. Let's go, das waren die Spiegel. Wir haben noch Schutzbleche am Start. Einmal Spritzschutz primär, da unten. Bisschen so eine Art Rallye-Spritzschutz oder Racing-Spritzschutz. Sekundär roter Spritzschutz und schwarzer Spritzschutz. Ich bleibe hier aber beim Spritzschutz in der Primärfarbe. Ich möchte, dass sich die komplette Primärfarbe über, naja, das fast gesamte Auto zieht. Und weiter zum Nummernschild. Gelb auf schwarz, Standard wie immer. Lackierung, Primärfarbe. Hier gehe ich zu Metallic diesmal. Switch jetzt mal so ein bisschen durch. Warte, da muss ich gleich mal, dass ihr mal ein bisschen was sehen könnt, einfach mal so ein bisschen durchswitchen. Und hier nehme ich ein ganz gediegenes, ganz normales, eigentlich eher langweiliges Eisweiß. Aber ich finde, ist mal was anderes, weil normalerweise kennst du so einen Mustang immer nur in Rot oder irgendwelchen knalligen, bunten Farben, auffälligen Farben. Und weiß ich nicht, ich habe gedacht, so ein Eisweiß wäre mal was anderes für einen Mustang, oder? Was man eigentlich nicht so kennt. Sekundärfarbe, Metallic. Und bei der Sekundärfarbe würde ich mich für ein Ultrablau entscheiden. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Ausstattungsfarbe. Da ändert sich das da an den Seiten so ein bisschen. Und da unten rechts neben der Sitzbank. Und hier nehme ich auch wieder ein Ultrablau. Ach, beim Lenkrad da oben ändert sich auch noch ein bisschen was. Hier da der kleine Strich da. Akzentfarbe. Da ändert sich die Tachofarbe. Und hier nehme ich auch wieder ein Ultrablau. So ein bisschen wie Nachtoptik. Ich möchte vom Konzept her, dass es sich bläulich von unten vom Splitter an der Seite und bis hoch zum Spoiler hochzieht. Also so eine Art blauer Strich. Ja, Moment, ich mach mal weiter. Dach, wie gesagt, nehme ich nichts. Verkaufen können wir die Karre hier für den Preis. Seitenverkleidung. Wir haben, ich switch kurz durch. Lippe, Primärfarbe, Lippe, Sekundär. Ich fahre übrigens die Seitenauspuffe. Sehen sehr fresh aus mit den Löchern. Verlängerung primär, Sekundär. Tuner primär, Sekundär. Rennen primär, Rennen Sekundär. Straße, es sind so viele Parts. Primär, Sekundär. Hochleistung primär, Sekundär. Verbreitert, primär, sekundär, geriffelt. Guck mal, da haben wir bei den Griffelten vorne eine kleine Flosse und hinten noch eine kleine Flosse dran. So Mini-Flossen. Für die, die es noch ein bisschen verspielter mögen. Mag ich aber nicht so gerade hier. Griffelt, sekundär, GT, primär. Eine sehr fette Seitenverkleidung. Die mag ich schon mal. Und deswegen, denke ich, werde ich hier GT in der, ja, Primärfarbe nehmen. Wir kommen zu den Dominator ASP Spoilern und wir haben auch wieder so viele Tuning-Spoiler am Start. Das ist der Wahnsinn. 23 Stück insgesamt. Serien-Spoiler sekundär, primär, Entenschwanz sekundär und das geht schon mal in die Richtung, ja. Ich wollte ja so einen Strich haben, ja, von unten vom Splitter über die Seite bis hinten durch. Als ob jemand mal kurz eben mit dem Pinsel von unten Seite bis hinten hoch gegangen ist, einfach so einen Strich gemacht hat, so einen blauen Strich. Aber die Entenschwänze sind mir ein bisschen zu klein. Von daher gehe ich mal hier weiter. Angenietet Entenschwanz primär und sekundär. Den mag ich, den nehme ich schon mal. Ich switche mal ein bisschen durch hier, damit ihr nochmal sehen könnt. Dragster primär, sekundär. Und nochmal Carbon Dragster, Pfeilflügel. Carbon Pfeilflügel, niedriger GT-Flügel. Das ist nicht so mein Fall, aber wie gesagt, wenn ihr das gerne nehmen wollt, bitte nehmt es. Könnt ihr auch gerne in die Comments schreiben. Yo, ich hätte hier gern den hier genommen oder so. Ja. Mittelhoher GT-Flügel, mehr für die Racing-Leute. Primär, sekundär. Mittelhoher Plastikflügel. Jetzt wird es wieder so krass übertrieben. GT-Flügel. Primär, sekundär und hoher GT, Plastik-GT-Flügel. Ich bleibe, wie gesagt, bei dem angenieteten Entenschwanz Sekundärfarbe. Sonnenblenden, schwarz, primär, sekundär. Ich nehme hier Primärfarbe. Wettkampffederung. Fun Fact, wenn ihr Wettkampffederung macht, habt ihr noch keinen Radsturz. Der Radsturz kommt erst dann, wenn ihr die Karre über das Interaktionsmenü tiefer legt. So, Wettkampffederung, Getriebe, Renngetriebe. Der Standardkram, halt Kofferraum. Haben wir nochmal eine Sekundärfarbe? Nee, ist mir zu viel blau. Dieser blaue Strich reicht von unten bis oben. Lasse ich komplett weg. Turbo, Turbo-Tuning.
Dann Reifen, Felgentyp. Wir gehen mal eben kurz in die... Ich habe gerade Bock, in die Straßenfelgen reinzugehen. Switch mal kurz durch, damit ihr mal so einen kleinen Überblick habt, was zu der Karre, wie jetzt getuned ist, am besten passen würde. Nach eurem Geschmack auf jeden Fall. Aber ich habe mir schon mal welche rausgesucht hier. Nämlich diese hier, die Hype 5. Ich mag diese fetten Speichen. Ja, ich mag diese fetten Speichen. Breites Felgenbett. Großer Durchmesser. Sehr nice. Hype 5, ich finde, es passt sehr gut zu diesem fetten, bulligen, kantigen Auto. Und die Hype 5 Felgen müssen wir natürlich noch ein bisschen einfärben. Felgenfarbe deswegen nicht anthrazitschwarz. Hä, warum ist das hier ausgewählt? Steinsilber. Ich finde, das Steinsilber passt ziemlich gut zu diesem dunklen Silber von der Rakete. Müsste also Silber sein, so silbergrau. Jedenfalls, ihr wisst ungefähr, was ich so vorhab mit dem Design. Deswegen Steinsilber genommen. Rakete angepasst, Reifen, Reifenmuster. Wir könnten jetzt noch hier ein Reifenmuster nehmen. Und hier, finde ich, würde schon ein Reifenmuster passen, weil wir haben ja auf der Karosserie bei dem Design diese ganzen rot, ja, roten Logos, in dem Fall rot-weiß wegen der Primärfarbe. Und deswegen nehme ich hier Fukaru in Rot. Reifenverbesserung noch schusssicher, Standardkram. Reifenqualm mache ich mal wegen den blauen Akzenten doch schon eher einen blauen Reifenqualm. Die Fenster können wir noch tönen und ich finde, weil wir hinten ja diese Hecklamellen drauf haben und weil das Weiß so knallt als schöner Kontrast, mache ich doch mal eine fette Limousinentönung. Ja? Also das ist normal, das Limo. So Schwarz-Weiß-Kontrast, Schwarz-Weiß-Blau finde ich eigentlich ziemlich nice. Noch ein bisschen mit Rot drin. So, Limousinentönung. ASP ist fertig getuned. Farbige Lichter habe ich gerade noch in der Arena-Werkstatt getuned. Übers Interaktionsmenü habe ich ihn auch noch tiefer gelegt. Ihr könnt es am Radsturz sehen. Und während ich hier komplett rumlatsche, um den komplett getunten Vapid Dominator ASP, hier an dem wunderschönen Weiß, ja, ich weiß, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gibt es noch ein paar Fun Facts für euch. Erstmal ist er das 17. Muscle Car von Vapid. Wenn wir mal diese ganzen Arena War Muscle Car Versionen nicht mitzählen. Wir haben so viele Muscle Cars im Game. 91 Sportwagen auf Platz 1 und auf Platz 2 gleich 65 Muscle Cars. Alter, wir brauchen echt mal neue Supersportwagen zum Beispiel. Das ASP könnte für Special Vehicle Team stehen, also dieses Special Vehicle Team, das für die Cobras, für die Mustang Cobras bei Ford verantwortlich war, also die hochgezüchteten Ford Mustang Versionen. Außerdem könnte es auch noch für ASP stehen. ASP ist im Englischen eine Bezeichnung für allgemein giftige Schlangen und geht auf das altgriechische Wort Aspis zurück. Und da ist es auch wieder eine Anlehnung an die ägyptische Kobra. Cobra, Cobra Air, ihr wisst Bescheid. Hinten links am Heck haben wir ja dieses 450 COI Supercharged, bedeutet 450 Cubic Inches Kompressor aufgeladen. Also 450 Kubikzoll, die Kompressor aufgeladen sind. 450 Kubikzoll sind umgerechnet 7,4 Liter. 7,4 Liter für einen V8 Big Block Motor. Macht keinen Sinn, weil der Mustang Cobra Air hatte einen kleineren Hubraum. Ich würde sagen, das ist vielleicht auch eine Anspielung an die Shelby Cobra. Die Shelby AC Cobra aus dem Jahr 1965, die hatte nämlich auch einen V8 Big Block Motor mit 7,4 Liter Hubraum. Dann haben wir noch diese Ford Racing Flaggen hinten drauf, könnten angelehnt sein an Ford Racing oder vielleicht auch an ein altes Corvette Logo. Hat mich halt auch voll an ein altes Corvette Logo erinnert, aber ich weiß nicht, was Corvette direkt jetzt mit Ford zu tun haben soll. Bei den ganzen Fahrzeugdesigns haben wir auch noch ein paar coole Real-Life-Anspielungen drin. Zum Beispiel die einfache Rennlackierung, das ist die letzte. Das ist eine Anspielung an die San Francisco Regional T1 Rennversion aus dem Jahr 2001. Da wurde für so regionale Rennen in San Francisco ein 2000er Mustang SVT Cobra genommen und eine Rennlackierung draufgeklatscht. Diese ganzen schwarzen und weißen Doppelstreifen sind, denke ich, Anspielungen an diese Racing-Streifen, schwarz und weiß, Doppel, Einzel, wie auch immer, die wir aus dem Real Life kennen. Die gibt es auf einen Haufen Mustangs, zumindest habe ich sie schon auf einen Haufen Mustangs gesehen. Ich habe auch ein paar Race Cars gefunden, einmal ein Mustang SVT Cobra R Race Car mit diesen schwarzen Streifen. Und dann nochmal eins, ein älteres mit weißen Streifen. Dann haben wir noch diese abgefahrenen blauen und lila Flammen. Habe ich auch schon im Real Life gesehen. Einige Ford Mustang Fans haben die auf ihren Mustangs zumindest so in gelb. Woran es mich noch erinnert hat, an Hot Wheels Mustangs. Also die kleinen Spielzeugautos, wo du auch diese Flammen dran hattest. Das meiner Meinung nach geilste Design, was wir hier für den Dominator ASP nehmen können, ist das hier, was ich auch drauf geklatscht habe. Nämlich das Not Tonight Pizza Boy Design. Geht zurück auf eine legendäre Filmreihe, nämlich die Fast and the Furious Reihe.
auf den ersten Teil. Ist eine Anspielung an den ersten Teil. Im ersten Teil gibt es eine Szene, wo der Nebencharakter Leon in seinem Skyline R33 GTR rumsteht, hat die Straße blockiert und auf seinem gelben Skyline R33 ist auch dieses Design dran, zumindest so ähnlich. Ja, der Pizzafahrer steigt dann aus und fragt sich, warum er da nicht weiter kann, warum die Straße blockiert ist. Jo, und Leon sagt dann einfach, Streets closed, Pizza Boy, find another way home. Wir machen mal kurz die Fahrzeugtüren alle auf und es gibt noch ein paar Fun Facts zum Ford Mustang SVT Cobra R aus dem Jahr 2000. Der basiert auf einem Ford Mustang der vierten Generation. Der neue Dominator basiert ja auf einem neueren Ford Mustang der fünften Generation. Der Cobra R, 2000er Baujahr, hat einen 5,4 Liter V8 Block mit 390 PS umgerechnet. Hat ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe und wurde speziell für Drag Racings eingebaut. Geht von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden, was sehr ordentlich ist für einen Mustang, hochgezüchteten. Hat einen Topspeed von auch sehr ordentlichen 282 km/h. Und ist auf gerade mal 300 Stück limitiert. Wenn ihr heute noch einen sehr gut erhaltenen 2000er Cobra R haben wollt, müsst ihr wirklich sehr tief in die Tasche greifen. Da zahlt ihr um die 80.000 bis 100.000 US-Dollar für, je nachdem, wie viel Kilometer der runter hat. Also bei, weiß nicht, so 10, 20 Kilometer auf jeden Fall Richtung 100.000 US-Dollar mit Deutschland-Import auf jeden Fall über 100.000 Euro. Jetzt noch ein Soundcheck rund um den Block, noch ein paar Infos zum Driftverhalten. Und zum Schluss noch meine Top 5 optisch schönsten Muscle Cars zurzeit in GTA Online. Let's go! Soundcheck! Dominator ASP, das Ding ist einfach nur absolut krank und wird seinem Namen Dominator absolut gerecht. Rockstar Games hat hier praktisch einen Sportwagen in die Muscle Car Klasse gepackt, weil wenn du das Ding fährst, es fühlt sich nicht an wie ein Muscle Car. Es übersteuert nicht krass, es springt nicht rum, es schaukelt nicht. Es bleibt einfach absolut stabil auf dem Boden kleben. Und du hast eine super Beschleunigung, eine super Endgeschwindigkeit, super Traktion, wie gesagt. Die einzigen Nachteile, die ihr habt, sind ein leichtes Untersteuern in Kurven. Also er will leicht so geradeaus, könnt ihr aber easy korrigieren und nicht so geile Bremsen. Aber von der Performance her, Alter, würde ich den schon in die Sportwagenklasse packen. Ich würde ihn so vom Handling her vergleichen mit dem zum Beispiel Jester Race Car, weil er sich auch ein bisschen so anfühlt, als ob du ein Allradauto fährst, obwohl er ja Heckantrieb hat. Also ganz komisch, bei der Tuners-Klasse sieht es ein bisschen anders aus, da würde ich den nicht für nehmen, weil da muss er antreten gegen den Calico. Calico ist immer noch King, also für Tuners-Rennen auf jeden Fall Calico nehmen. Kurz noch was zum Driftverhalten vom ASP. Lässt sich nicht schlecht driften mit der Karre, aber auch nicht wirklich gut. Ist so ein mittelmäßiges Driftauto, weil er im zweiten Gang schon aus dem Wheelspin rauskommt. Foto GTX mag ich da lieber, da hast du auch noch im zweiten Gang ein bisschen Wheelspin und kannst noch ein bisschen besser driften. Für langsame Drifts ganz okay, ganz nice, aber für schnellere Drifts würde ich dann doch lieber den Foto GTX nehmen. Jo, meine Top 5 Muscle Cars, meine Top 5 optisch schönsten Muscle Cars würde ich auf jeden Fall den Dominator ASP auf Platz 1 packen zurzeit. Den Hellfire auf Platz 2, den Sabre Turbo Custom auf Platz 3, den Buccaneer auf Platz 4 und den Hustler auf Platz 5. Ihr könnt auch gerne mal in die Comments schreiben, was so zurzeit euer schönstes Muscle Car im Game ist. Also für mich ist es auf jeden Fall ganz klar
der Dominator ASP, weil der auf einer absoluten limitierten Legende basiert, nämlich dem Ford Mustang SVT Cobra R 2000er. Jo, und das war's auch schon wieder hier mit dem Tuning und Test vom neuen Dominator ASP. Zum Schluss gibt's nochmal zwei Tuning-Beispiele, einmal von Hartz Former und Vogelsohn, zwei Kollegen von mir. Okay, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, ihr haut rein und ich bin raus. Peace out, bye bye, ciao, ciao.